Wir haben noch einen Auftrag. Vielleicht kannst du es einfach festhalten. Ich nehme es einmal von hinten. So. Dankeschön. Vielleicht einmal kurz vor dem Tisch lang, dann haben wir ja Dankeschön am wenigsten Stress. Ja, Genau, das kann man jetzt wieder voll anzufahren. Das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil ich den ganzen Tag in diesem Raum verbringen werde. Aber das ist so viele Brezen, wie du möchtest. Wir haben den Tag gefahren. So, machen wir weiter im Text. Unser dritter und letzter Berliner von heute stammt aus Essen, ein stolzes Ruhrpottkind. In Bochum hat Christian Bachmann zum Leiten Literaturwissenschaft und allgemeine Linguistik studiert, an dem berühmten Lehrstuhl von Monika Schmitz-Ehmanns, der einen sehr medienkomparatistischen Zugriff auf Komparatistik hat. Er hat dort in diesem Jahr seine Doktorarbeit zu Materialität und Medialität des Comics publiziert, und das ist die Gelegenheit zu sagen, dass er zu denjenigen zählt, die man gar nicht vorstellen muss, denn er ist Verleger spezialisiert auf Comicforschung. Dies ist also auch in seinem eigenen Verlag erschienen, der 2008 noch zu seinen karrierten Zeiten, oder hast du da noch studiert? Da habe ich noch studiert. Ja, ja. Als Student, Start-up Christian Ab und Bachmann Verlag, in dem sich heute weite Teile der aktuellen virulenten Comicforschung
widerspiegeln. Von Bochum ist er mit seinem Verlag kürzlich nach Berlin gezogen, ist aber tanzt auf allen Hochzeiten als Werbeauftragter in Bochum, in Saarland, in Bonn, in Innsbruck, in Zürich unter anderem. Hat er nun auch mit seinem praktischen Wissen zu Literatur und Medienpraxis, also wie macht man Literatur, wie funktioniert der Buch- und auch Herstellungsbetrieb, mehr Lesern übernommen. Und ja, genau. Ah, dann hat er noch beim DFG-Projekt das Künstlerbuch als ästhetisches Experiment als wissenschaftlicher Mitarbeiter mitgewirkt. Also Intermedialitätsfragen sind seine Spezialgebiete. Auch das Buch zu Comic und Musik, das er derzeit schreibt, wenn man sonst nichts zu tun hat, schreibt man halt ein Buch, ist eines, aus dem dieser Vortrag sozusagen als Nebenprodukt hervorgegangen ist. Halte ihn. Danke, Clemens, für diese sehr, sehr charmante Einführung. Danke auch Ihnen, dass Sie da geblieben sind. Der Titel ist etwas dröge, so möchte man annehmen, aber freuen Sie sich auf Explosion. Es wird durchaus bunt und lustig, hoffe ich zumindest. Unsere lärmenden Nachbarn von gerade sind inzwischen weg. Es gibt aber noch genug andere Anknüpfungspunkte, auf die ich eingehen kann. Wenn Sie gestern schon da waren, dann haben Sie gehört, dass Jacqueline Berndt darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir Comicforschung häufig als ein nationales Phänomen denken. Auch den Comic als nationales Phänomen denken. Beispielsweise der amerikanische Comic oder der afrikanische Comic wäre sowas, wo wir dann ein noch größeres Fass aufmachen würden. Dass aber de facto der Comicforschung und vor allem dem Gegenstand der Comics im Grunde gerechter werden würde, weil meiner Meinung nach so etwas national Eingeschränktes nicht funktionieren kann. Und ich versuche heute zu zeigen, wie bestimmte Transferprozesse funktionieren von Europa in die USA und dann aber später auch wieder zurück, wobei ich darauf nicht überall eingehen werde. Was ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein winziges kleines Kapitel aus dem Buch, das Clemens gerade schon freundlicherweise erwähnt hat. In dem Buch versuche ich, Breschen zu schlagen in einen Wald von Karikaturen, Bildergeschichten und Comics, die Musiker darstellen oder Musik darstellen. Ralf hatte das gestern angesprochen, Ralf Parland, dass Forschung auch immer recherchieren heißt. Das ist völlig unbestritten, das tun wir alle. Ich habe im Vorfeld so circa 1000 Karikaturen, Bildergeschichten, Comics gelesen, vor allem aus dem 19. Jahrhundert, in denen eben solche Musikerfiguren auftauchen. 600 davon habe ich archiviert und verschlagwortet, wenn Sie die interessieren, die kann ich in irgendeiner Form mal zugänglich machen. Und dann versucht man, wenn man so ein riesiges Korpus hat, zu gucken, was sind da eigentlich die Fluchtlinien, entlang welcher Linien kann man da Entwicklungen ausmachen und wie kann man diese Geschichten dann möglichst erzählen, immer wissentlich, dass diese Geschichten natürlich Konstruktionen sind. Und wie gesagt, aus diesem kleinen Teil möchte ich Ihnen im Grunde zwei Beispiele bringen. Und ich fange natürlich an, wie man immer anfängt, bei Max und Moritz preisnahen Dingen. Wir fangen mit Wilhelm Busch an, nämlich konkret mit dem Virtuos. Den kennen Sie sicherlich alle, deshalb habe ich hier auch nur ein Bild davon und muss Ihnen das nicht im Ganzen zeigen. Der Virtuos ist Buschs immer noch berühmteste Geschichte, hat auch meines Wissens bis heute die höchste Auflage. Wenn man Busch hört, denkt man häufig daran. Achten Sie jetzt schon mal darauf, wie Busch hier den Virtuos darstellt. Sie haben hier einen relativ leeren Raum, Sie haben sein Instrument, in dem Fall ein Klavier, Sie haben seine relativ langen Haare, relativ lange Finger, das wird nachher noch deutlicher, er ist eine relativ hagere Gestalt. Behalten Sie diese Merkmale mal im Hinterkopf. Buschs Virtuos, also diese Bildergeschichte, steht aber nicht in einem luftleeren Raum. Die ist entstanden vor dem Hintergrund einer virtuosen Karikaturgeschichte, die im Grunde in den 1830er Jahren einsetzt. Sie wissen vielleicht, dass Franz Liszt damals ein unglaublich berühmter Musiker war. Sigismund Thalberg war ein anderer. Die beiden waren regelrechte Popstars ihrer Zeit. Das kann man sich heute kaum noch ausmalen. Herrscharen von Menschen, vor allem Frauen, sind hingepilgert, haben sich die Locken schenken lassen von den Künstlern. Die wurden wirklich verehrt in der Weise, wie das erst viel später wirklich bekannt wurde. Und natürlich hat sich auch darauf die Presse gestürzt und auch die Karikaturisten haben sich damit beschäftigt. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Jean-Pierre Danton, ein französischer Künstler, der Skulpturen gemacht hat, karikierende Skulpturen, hier in dem Fall von Liszt links oben. Sie sehen hier den Säbel, den Ehrensäbel, den Liszt geschenkt bekommen hat. Und Liszt sitzt da also am Klavier und spielt sein Stück. Und Sie sehen vor allem diese langen Haare, die sehr typisch waren für Liszt und auf die sich die Karikaturisten gestürzt haben. Liszt hat Danton da widersprochen und sagte, meine Haare sind gar nicht so lang, das können Sie doch nicht, so nicht machen. Dann hat Danton noch eine Skulptur gemacht, wo die Haare bis auf den Boden liegen. Und das bleibt dann nicht ein Einzelfänomen. Es ist nicht so, dass niemand das zur Kenntnis genommen hat. Sie haben hier links ein Beispiel, das ist eine Zeichnung von dieser Skulptur, die in Illustrated London News erschienen ist. Also
hat einen Sprung gemacht von Frankreich nach England, wurde auch da bekannt. Weggefallen ist der Säbel, möglicherweise, weil der Zeichner damit nicht anfangen konnte, den ich einordnen konnte, obwohl es eigentlich relativ bekannt war, was der da zu suchen hat. Und wenn Sie jetzt hier mal bei Busch sich den Lämpel anschauen, aus Max und Moritz, ich wage zu behaupten, dass Busch diese Zeichnung kannte. Nun gibt es noch andere Darstellungen von gerade Pianisten von hinten, das ist typische Art und Weise, die zu zeigen, von Moritz von Schwind zum Beispiel, von anderen mehr. Aber für den Moment nehmen wir mal auf, Busch kannte diese Tradition, zumindest weite Teile davon. Ein anderes Vorbild, bei dem wir uns nicht sicher sind, ob er das wirklich kannte, wahrscheinlich eher nicht, das aber zeigt, wie andere Karikaturisten mit ähnlichen Techniken gearbeitet haben wie Busch, ist das hier zu linken. Da wissen wir nicht mehr so genau, von wem das überhaupt ist. Aber was Sie hier sehen können, ist ein Pop-up, das ich jetzt kurz schließen werde. Mit dieser unglaublich langsamen Maus. Sie sehen also, dass hier bestimmte Darstellungsstrategien gewählt wurden, die eben bei Busch auch aufgegriffen werden oder die Busch aber unabhängig davon nochmal neu entwickelt hat. Das lässt sich jetzt also nicht so leicht beantworten. Virtuosen waren besonders dafür bekannt, dass sie sehr schnell gespielt haben. Das war, dass das für Liszt typisch war, aber auch Thalberg hat man das nachgesagt. Und hier sehen Sie jetzt also, wie seine Arme verdoppelt werden. Er ist also geradezu ein Spinnenwesen, das gleichzeitig auf mehreren Registern sozusagen spielen kann. Und Busch löst das hier sehr ähnlich. Er setzt hier mehrere ganze Arme an, an verschiedenen Stellen des Körpers, während hier dieser möglicherweise Louis heißende Karikaturist das am Ellbogen macht. Aber im Grunde ist es das gleiche Prinzip, das da angewendet wird. Etwas, wofür Busch immer sehr gelobt wird und gerühmt wird, ist dieses Taschentuch, das dem Virtuos hinten aus der Hose ragt und das dann praktisch mittanzt mit der Musik, die der Virtuos spielt. Dieses Taschentuch findet sich bei Busch relativ häufig, auch in anderen Geschichten. Aber auch das muss jetzt Busch nicht unbedingt erfunden haben. Wenn Sie sich diese Karikatur von Stauber von 1856 anschauen, da haben Sie schon dieses sehr, sehr lange, hinten rausragende Taschentuch. Das bewegt sich hier noch nicht. Das ist eine Einzelbildkarikatur, keine Geschichte. Aber Sie sehen das als Beispiel dafür, was Busch hätte kennen können, das in den Fliegenden Blättern erschienen, wenn wir das gesehen haben, was er wahrscheinlich aufgegriffen hat. Sie sehen auch die langen Finger, die ich angesprochen habe, Sie sehen die langen Haare und achten Sie auch auf den Schweiß, den man so kaum erkennen kann. Das letzte Bild, Virtuos, da schüttelt er so seine Haare aus und tropft da der Schweiß regelrecht aus. Das gehört also auch zu dieser Virtuosendarstellung, in die sich Buschs Virtuos da einfügt. Aber Busch, weil das so viel publiziert wurde, ist halt besonders bekannt. Und dann haben sich andere Künstler natürlich den Busch wieder als Vorlage genommen. Und Sie sehen hier ein sehr, sehr schönes Beispiel, in dem der französische Karikaturist Job Rubinstein karikiert hat. Da sehen Sie jetzt hier links die Hände, die so aufgesplittert sind. Das finden Sie hier unten bei Busch nahezu identisch wieder. Und die rechte Hand nimmt er sich aus einem anderen Bild aus der Busch-Geschichte. Da können wir sehr, sehr deutlich sagen, wer da was rezipiert hat. Ich glaube, die Geschichte kann man so erzählen. Job kannte das und hat das auch bezeichnet. Der Virtuos von Busch ist 1865 erschienen, Ende 1865, also im Jahreswechsel, als Beilage zum Neujahrsheft sozusagen. Es hat aber diese Art Geschichten, wie Busch sie da erzählt, nämlich von dem einzelnen Musiker, etwas vorher schon gegeben. Das hier ist ein Beispiel vom Juli 1865 aus dem Münchner Punsch. Da wissen wir nicht, von wem das ist, aber es wird allerhöchstwahrscheinlich von dem Punsch-Herausgeber sein. Der hat meistens diese Vorzeichnung selbst gemacht. Martin Eduard Schleich, wenn ich mich gerade nicht täusche. Allerdings muss man dazu sagen, und das zeigt dann ganz gut, wie kompliziert das wird, Busch hat seine Skizzen schon im Mai 1865 gemacht. Die sind dann halt sehr viel später erst gedruckt worden. Insofern ist das etwas schwer zu sagen. Aber den Typus kann man hier tatsächlich trotzdem ganz gut beschreiben, denke ich. Ich möchte diese Sorte von Geschichten phasionomische Bildergeschichten nennen. Bildergeschichten, die ein Konzert meistens, aber dann später auch andere Abläufe, in einzelne Phasen einteilen. Bei diesen Konzerten beginnt das in der Regel dann mit einer Verbeugung, das haben Sie auch bei Busch, und es endet auch wieder mit einer Verbeugung, genauso wie Sie das im Konzert auch hätten. Das ist die gleiche Struktur. Phasionomisch deshalb, weil diese Phasen dann den Namen dazu bekommen. Die werden dann gerne mit musikalischen Bezeichnungen versehen, wie hier zum Beispiel Crescendo. Das macht Busch auch und die sind da nicht die einzigen, das machen dann ganz viele andere auch. Hier ein etwas jüngeres Beispiel von 1908, woran Sie erkennen können, dass sich das also fortsetzt. Und ganz wichtig ist, dass hier in diesem Fall ist klar, auf wen sich das bezieht. Bei Busch aber ist das jetzt nicht Liszt. Bei Busch ist das schon Stereotyp, da kann man wieder bei Matthias anschließen. Da geht es nicht darum, einen bestimmten Virtuosen zu zeigen, sondern diese ganze Gruppe von Virtuosen.
Das ist auch relativ typisch für diese Art phasionomischen Bildergeschichten, auch wenn das hier wiederum auf Bülow, glaube ich, rekurriert, muss ich jetzt nachschauen. In dieser 1908 erschienenen Bildergeschichte wird das wieder zurück angedockt an die tatsächlichen Musiker. Sie haben hier rechts also eine Darstellung von Liszt, das steht dann eigentlich drunter. Und Liszt spielt offenbar mit Fäusten besonders hektisch, er war ja bekannt dafür, seine Klaviere zerstört zu haben. Das wird also da aufgegriffen, während links Chopin gezeigt ist. So, jetzt sind wir aber die ganze Zeit in Deutschland, Frankreich gewesen. Ich habe weitere Beispiele aus Ungarn, aus Österreich, sehr viele auch aus England. Im Titel des Vortrags ging es ja um den transatlantischen Transfer. Und wir reden ja hier über Grenzen. Welche Grenzen werden eigentlich überschritten? In Amerika, in dem Land, in dem die Comics entstanden sind, waren die Magazine wie die Fliegenden Blätter, wie Kladderadatsch und so verfügbar. In den Ostküsten, Großstädten konnte man die kaufen. Die kannten da auch die Geschichten. Und ganz, ganz besonders wichtig in dem Zusammenhang ist die Zeitschrift Puck, die auf Deutsch erschienen ist zunächst, später dann auch auf Englisch und von Deutschen herausgegeben wurde. Und da finden Sie dann zum Beispiel so eine Geschichte wie die hier von Hans Schliesmann, wieder eine phasenomische Bildergeschichte, wie ich sie nennen möchte. Sie haben hier, das ist jetzt nur ein Teil davon natürlich, Sie haben hier wieder eine einzelne Figur, in dem Fall einen Violinisten, Sie haben die Namen, die da als Zuschreibung dazukommen. Und Sie haben wieder ähnliche Techniken der Darstellung von Musik, der schnellen Bewegung zum Beispiel. Das ist jetzt also schon in den USA. Wir haben den Kontinent bereits überschritten. Und auch in den USA werden dann solche Geschichten weitergezeichnet, jetzt auch von nicht-deutschen Zeichnern. Schliesmann lebte nicht in den USA, der war weiterhin in Europa beheimatet. Oppa dagegen kennen Sie wahrscheinlich alle von Happy Hooligan. Oppa hat aber früher für das Puck auch gezeichnet. Und da ist zum Beispiel diese Geschichte entstanden, die höchstwahrscheinlich auf Matthew Arbuckle referiert, ein damals sehr berühmter Cornett-Virtuose, den er also genau in dieser Art und Weise darstellt, am Ende mit der Verbeugung und unter die Verbeugung, brauche ich jetzt nicht alles nochmal kommentieren, haben Sie gesehen. Da sind wir also schon bei einem Akteur, der später Comics zeichnen wird, der kannte das aber alles schon. Ein anderes Beispiel, auch im Puck erschien 1883, The Cornet Solo, da haben Sie wieder eine schöne Geschichte hier, in dem Fall über Jules Levy, ein anderer Cornet-Virtuose, der sehr berühmt war zu der Zeit. Ich habe Ihnen hier nochmal bei dem Beispiel gezeigt, so sah der tatsächlich aus. Man kann den, glaube ich, ganz gut erkennen anhand seines Bartes und des runden Kopfes. Das ist 1883 im Puck erschienen. Einen Monat vorher ist das hier von Hans Schliesmann in den Fliegenden Blättern erschienen. Und wenn ich hier jetzt mal zum Beispiel auf diese Szene hier achten mit dem Dirigenten im Hintergrund und Levi, der hier das Kornett ausschüttet, das ist hier oben diese Szene. Die wurde also umgeschnitten oder nachgezeichnet, neu geschnitten und dann als amerikanische Geschichte wurde nochmal erzählt. Aber der Gestus ist genau der, oder die Funktionsweise dieser Geschichte ist genau gleich. Als weiteres Beispiel hier wieder so eine Listfigur, lange Haare, der ein Klavier zerschlägt, genau die gleiche Art, diese Geschichte zu erzählen, aus Judge's Library in dem Fall. Und auch im Comic aber, das endet dann nicht in Bildergeschichten, sondern wir gehen dann noch weiter, tatsächlich in das, was wir Comic nennen können. Richard Felton Outcourt muss ich Ihnen nicht vorstellen. Yellow Kid nenne ich trotzdem kurz, sein anderer wichtiger Strip ist Buster Brown. Und Sie haben hier eine Geschichte, wo in diese bürgerliche Familie, in der da aufwächst, ein Professor eingeladen wird, Professor Slambinski heißt der, und der spielt also hier Klavier und Buster hat aber vorher Tusche in das Klavier gefüllt und Sie sehen, was passiert, wer wird also alles bedroht. Die Idee, die bei Bush schon vorkommt, wird jetzt hier nochmal erweitert und in der typischen Art amerikanischer früher Comics auf diese Slapstick-Explosionsartige ausgewählt. Ein anderes sehr, sehr schönes Beispiel, wo ein Franzosen-Stereotyp aufkommt, der Herr hier zur Linken ist Monsieur Paprik, der spricht natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise, aber das markiert ihn nur als Franzosen. Was ihn als musikalischen Virtuosen markiert, sind seine langen Haare und der kleine krumme Finger, wie hier Hawkshaw, der Detective, sofort erkennt. Der kommt also rein und Hawkshaw weiß sofort, Sie sind Virtuose, Sie haben Angst, dass Ihnen jemand die Haare abschneidet und genauso ist es doch. Und Hawkshaw muss dann halt verhindern, dass das passiert. Die Kriminellen, die das planen, die werden danach stehen dann vor dem Problem, dass offenbar ihr Plan nicht aufgegangen ist. Mager kommentiert da also praktisch, wie dieses Stereotyp funktioniert, indem er genau auflistet, was die Merkmale sind. Noch ein Beispiel, Herr Knörr kennen Sie auch, die Katzenjammer-Kids hier in der Zeit, in der die zwischendurch mal Shenanigan-Kids hießen. Ich habe keins von Rudolf Dirks gefunden, wo der tatsächlich die Virtuosen benutzt, aber das hier ist, glaube ich, wieder sehr, sehr eindeutig bei Knörr 1919. Das ist genau diese Idee von Bush.
Die wird hier allerdings verbunden mit einem anderen Gag von Busch noch. Hier werden also Hummeln in dessen Hose eingeführt und die sorgen immer dafür, dass er sich dreht. 1970, Sie sollen ja nicht nur alte Beispiele bekommen. Air Pirates fand ich, Underground Comic, von Disney heftig beklagt worden. Da haben Sie diese Figur hier, die plötzlich auch wieder als Musiklehrer hier auftritt. Aber Sie sehen diese Haare, die eben auch noch aufgesetzt werden. Am Anfang ist das ein Schnurrbart, dann gibt es ein kleines Versehen und dann hat er die als Haare auf. Wieder genau diese typisch langen Haare. Ich zeige Ihnen später noch aktuelle Beispiele. Das war das eine Thema, Virtuosendarstellung, wie sich das in den Comics überträgt. Ich möchte die musikalischen Nachbarn noch angehen, die ich eigentlich im Titel versprochen hatte. Und Clemens hatte das schon in seiner Anmoderation sehr schön gesagt. Sie kennen alle das Problem, wenn Sie Nachbarn haben, die laut sind, die Musik machen. Das ist insbesondere schlimm gewesen am Anfang des 19. Jahrhunderts, als das Klavier sich durchgesetzt hat und in sämtliche bürgerlichen Familien Einzug gehalten hat und jedes bürgerliche Mädchen am Klavier unterrichtet wurde. Die Nachbarn fanden das scheußlich, logischerweise. Hier mal ein Beispiel schon aus dem Puck, 1892, von Howard, auch den kennen Sie dann als späteren Comiczeichner. Wieder werden gewisse Dinge von Busch aufgegriffen, die Idee, dass Noten rumwirbeln und so. Und hier geht es jetzt darum, dass der Vater von Tommy halt genervt wird von der Musik, die er macht, weil er auch Musik nicht spielen kann. Und dann dieses Musikspiel unterbindet. Oder ein anderes Beispiel, sehr typisch slapstickhaft für die amerikanischen Comics. Pollys Onkel wird hier beim Arbeiten gestört, schaut aus dem Fenster, sind Musiker vor dem Fenster und derer bemächtigt er sich dann, wenn die alle verprügeln und am Ende liegen die alle da und machen einen Lärm. Ich hatte das jetzt nicht kommentiert, das kennen Sie aber sicherlich alle, das Bild von Hogarth, The Enraged Musician. Ne? Da fängt das alles im 18. Jahrhundert schon an. Das hängt auch mit der Verstädterung zusammen. Das ist ja relativ typischer Stadtlärm, die Sie da sehen. Und deshalb ist es kein Zufall, dass das dann im 19. Jahrhundert besonders wichtig wird. Es geht mir aber eigentlich nicht nur darum, dass bestimmte Figuren und Motive übernommen werden, sondern es gibt bei diesen musikalischen Nachbarn ein ganz besonderes Phänomen, das ich total spannend fand. Und das möchte ich Ihnen hier an dem mir ersten bekannten Beispiel zeigen von Ebenezer Landells. Das war der Herausgeber des Punch in London. The Pleasures of the Folding Doors. Da haben Sie also eine einzelne Karikatur, die aufgeteilt wird von dieser faltbaren Tür in der Mitte. Und links sitzt der Herr, der dann von der Dame rechts, beziehungsweise von dem übenden Mädchen rechts genervt wird, gestört wird bei diesen Situationen, die ich gerade schon geschildert hatte. Und dieser Balken hier, der ist ja sehr speziell. Ne? Er teilt ja ein Bild in zwei Bilder auf. Und das ist etwas, das wir vom Comic her kennen. Bevor ich dahin komme, erstmal noch ein anderes Beispiel. Fliegende Blätter, die Vermietungsanzeige von Karl Stauber. Da ist dieses Prinzip jetzt auf die ganze Seite ausgedehnt. Sie haben hier in der Mitte die Kemenate eines Schriftstellers. Also kennen Sie daran, dass hier so Tintenfass steht, Bücher und Papier und so. Eine gemachte Gegenüberstellung. Musiker gegen Schriftsteller. Das finden Sie häufig in Karikaturen. Und der ist jetzt halt umgeben in seinem Mietshaus von ganz vielen anderen Parteien, die machen alles Lärm. Natürlich ist da auch eine Pianistin dabei, natürlich ist da auch ein Tourist dabei. Busch macht das natürlich auch, hat er sich vermutlich auch nicht ausgedacht, sondern kannte das von Stauber. 1867, die feindlichen Nachbarn, im einen Fall ein malender Musiker, im anderen Fall ein Cellist. Und die bekriegen sich also durch die Mauer durch, da ist das dann sogar so, dass noch was durch die Mauer durchgestochen wird und so, die interagieren also richtig damit. Aber weiterhin funktioniert diese Mauer als eine Art Pendelübergang oder Pendelgrenze. Ein anderes, wie ich finde, sehr schönes Beispiel, Emil Reinicke, Iberus, eigentlich eine Ballade, die dann aber mit illustrierenden Karikaturen versehen wurde. Hier auch wieder Schriftsteller, Musiker. Hans Schliessmann hatte ich vorhin schon erwähnt, eine sehr, sehr wichtige Figur, wenn es um Musikdarstellung in der Bildergeschichte geht. Das geht also auch in der Vertikalen ganz gut. Sie sehen jetzt, wie diese Noten hier also wirklich durch die Decke durchjagen und den armen Schriftsteller ist es, glaube ich, in dem Fall auch wieder erschlagen gerade. Und in der Vertikalen sieht man das auch im Puck, also wieder in den USA. Da ist es jetzt auf ein ganzes Apartmenthaus bezogen. In jeder Etage wohnt jemand, der ein bestimmtes Instrument spielt. Da sind dann immer noch beschreibende Texte dabei, wo die sich jeweils über den Nachbarn unter ihnen aufregen. Das beginnt ganz oben mit Katzen, die also Katzenlärm machen, Charivari, das kennen Sie. Und dann setzt sich das sofort über die ganze Seite. Oder in der Werbeanzeige, ebenfalls im Buch. Das scheint ein so beliebtes Prinzip gewesen zu sein, dass diese Bear Brothers, die bestimmte Dinge für Pianos hergestellt haben, dachten, das können wir als Werbeanzeige nehmen, das funktioniert, damit können wir was verkaufen. Sie sehen hier, dass das als Haus dargestellt wird im Grunde. Hier unten lehnt sich jemand aus dem Panel raus und von oben wird was runtergereicht. Panelrahmen und Hauswände sind also praktisch hier schon ineinander übergegangen.
Noch ein anderes Beispiel, Sidney B. Griffin, Symphoniker und Philharmoniker, ist wieder ähnlich wie bei Bush. Gehe ich jetzt nicht so im Detail drauf ein. Noch ein Beispiel von Howard, das funktioniert auch wieder nach dem gleichen Prinzip. Sie sehen aber hier auch, dass es jetzt nicht so ist, dass Panelgrenze und diese Mauer immer miteinander zusammenfallen, 1:1. Das möchte ich bitte nicht gesagt haben. Woher kommt sowas? Man kann sich vorstellen, dass ein Anlass solcher Geschichten zu zeichnen das Puppenhaus war. Die Puppenstube entsteht, nicht entsteht, aber wird in den frühen 19. Jahrhundert in Europa verbreitet, in der Biedermeierzeit. Und wenn Sie sich diesen Blick anschauen und das nochmal vergleichen mit dem, was Sie vorher gesehen haben, zumal dieses hier oder auch Staubers Vermietungsanzeige, das ist eine sehr ähnliche Ansicht, wie ich finde. Das ist aber nur eine Vermutung. Es gibt keine, meines Wissens, Comiczeichner, die gesagt haben, ich habe diesen Comicstück entworfen oder diese Bildergeschichte, weil ich mal eine Puppenstube gesehen habe. Solche Informationen gibt es in der Regel nicht. Wir müssen aber in die Comics kommen, nicht nur bei Bildergeschichten hängen bleiben. Da habe ich hier ein schönes Beispiel von Thomas B. Powers. Beschreibe ich das ganz kurz groß. Sie sehen hier wieder so einen Hausaufriss, an dem hier links das Treppenhaus ist, hier draußen sind Fenster, da geht es also dann auf die Straße im Grunde. Und ich zoome da jetzt nochmal ein bisschen ein. Hier wird also eine Party veranstaltet und die Panelgrenzen sind gleichzeitig auch die Decke wieder. Und die kann man jetzt sogar verformen, indem man da besonders viel Krach macht. Die verbiegen sich unter dem Eindruck der Musik oder auch des Covers, je nachdem. Warum zeige ich Ihnen das? Wir haben ja am Anfang bei Bildergeschichten häufig auch keinen Panelrahmen gehabt. Töpfer macht das, aber viele machen das auch nicht, wie wir das bei Busch zum Beispiel gesehen haben. Der Panelrahmen ist aber etwas, das zum Comic relativ schnell dazugehört. Der muss aber auch erstmal entwickelt werden. Da wird überlegt, wie man das machen kann. Und meine These ist, dass diese Art der Darstellung, die hier, wie ich finde, vom Buchhaus abgeleitet ist, sich auch fortsetzt in den Panelrahmen. Aber bitte nicht so verstehen, dass ich sage, der Panelrahmen kommt nur daher. Das ist Quatsch. Aber das spielt auch damit hinein, meiner Meinung nach. Ganz am Anfang, wir sind hier jetzt 1900, die Yellow Kid Strips, die Sie alle kennen, sind in den mittleren 1890er Jahren erschienen. In den ersten Jahren geht es den Comiczeichnern erstmal darum zu gucken, was ist das hier überhaupt, was kann ich eigentlich damit machen. Ich habe hier diese ganze Zeitungsseite, die ist riesig groß, jetzt spiele ich mal ein bisschen rum. Sie kennen die Sachen von Winsor McCay, da sehen Sie das sehr, sehr deutlich, wie viel da gemacht wird. Die sind hier sehr bekannt, aber andere haben das eben genauso gemacht. Hier Powers eben beispielsweise mit diesem Panelrahmen. Das holt er sich aber praktisch in Bildergeschichten ab, die er in Tradition, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Outcourt 1915, da ist das alles schon etabliert. Wir wissen längst, was Panelrahmen sind, wir können die auch benutzen. Wir können damit sogar nochmal neue Spiele treiben, indem wir ja eigentlich wissen, Panelrahmen unterschneiden zwei Bilder oder schneiden zwei Bilder durch, teilen die in zwei verschiedene Momente ein. Outcourt zeichnet hier aber den Großvater von Buster Brown in so schneller Bewegung, dass er sich praktisch nicht daran hinhalten kann. Er muss von einem Bild ins nächste springen. Das ist jetzt im Grunde heute nichts mehr Besonderes. Wir kennen das alle nämlich mindestens daher von Franco King. Heute ist das völlig normal. Damals musste das erstmal ausprobiert und gemacht werden. So viel erstmal. Ich glaube, was ich zeigen konnte, ist der Transfer von Europa nach Deutschland. Ich habe wesentlich mehr Beispiele dafür, das ist jetzt nur ein kleines. Die Virtuosen und diese musikalischen Nachbarn. Ich könnte Ihnen wesentlich mehr zeigen, dann springe ich hier aber alle Grenzen. Warum ist das interessant, das zu machen? Man könnte ja jetzt annehmen, irgendwann ist es vorbei. Ich hatte Ihnen das Beispiel von 1970 gezeigt. Offenbar ist es nicht komplett vorbei. Und wenn ich Ihnen das Beispiel hier zeige, der kleine Wolf, die Bassgeige 1972, das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Es ist ein Disney-Comic, der ist wahrscheinlich in Italien hergestellt worden, das müsste ich jetzt nachgucken. Der ist also nicht direkt aus dieser Bildergeschichten-Puck, fliegende Blättertradition in die Zeitung gekommen, sondern wesentlich später aufgegriffen worden. Auch weil natürlich immer noch Kinder Musik machen und daran üben müssen, mit ihren Vätern werfen, wie das hier der Fall ist. Ein anderes Beispiel, 1998, das ist noch nicht so lange her, wenn Sie sich hier den Rubenstein anschauen, aus diesem Disney-Comic, der sieht nicht aus wie Rubenstein. Ich hatte den vorhin Ihnen gezeigt, in der Job-Karikatur. Er hatte relativ kurze Haare im Vergleich zu anderen Virtuosen, er hatte auch keinen Schnauzbart. Dennoch ist das Virtuosen-Stereotyp, das man heranziehen kann, wenn man so einen Virtuosen darstellen will, auch 1998 noch. Wissen die Zeichner das? Wusste Mastandorno, dass das ein Virtuosen-Stereotyp ist, das seit den 1830ern belegt ist? Ich wage es zu bezweifeln. Man könnte jetzt fragen, dann könnte es sagen, wo er das her hat. Wichtig ist aber, dass diese Dinge bis heute immer noch weitergetragen werden. Oft ohne, dass wir das tatsächlich bewusst wahrnehmen. Und das ist etwas, das über Stereotype ganz allgemein ja ausgesagt werden kann, wie Matthias das vorhin schon gezeigt hat. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Dank, Christian. Du hast dieses Dreierpack auf einer, sagen wir mal, etwas unangestrengteren oder weniger ernsten Note ausklingen lassen. Gibt es hierzu Anmerkungen? Sicherlich verfügter Materialreichtum auf dieses Beitrag. Ich habe vielleicht zwei Fragen. Erstens zum Großvater und zweitens zu den Katzen. Ja. Beim Großvater bin ich mir nicht ganz sicher mit diesem, der Großvater ist zu schnell für die Pendeleinteilung, denn die anderen Figuren reichen ja da auch noch genau rein und ich wäre mir da nicht so sicher oder ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht einfach zeitenwirtschaftliche Gründe oder was auch immer hat, dass man gesagt hat, okay, ich habe vielleicht auch mit der Zeitung oder wo auch immer diesen Vertrag, dass ich 6 kleine Bildchen abgeben muss. Und es ist einfach noch nicht konventionalisiert, dass ich das für einen längeren Moment einfach so machen kann, dass ich dazwischen ein langes Bild nehme. Denn für mich ist das, also ich hätte das nie so wahrgenommen, dass der Großvater einfach so schnell ist, weil ja die anderen Figuren auch durch diesen Cut unterbrochen sind. Ich antworte direkt darauf, bevor du dir die zweite Frage stellst. Ja. Wenn man sich die anderen Outcourt-Scripts anschaut, dann ist das die Ausnahme. Ich kenne jetzt spontan keinen anderen, wo das passiert. Der macht das so sehr, sehr ordentlich eingeteilt. Und das Argument, das sei wirtschaftlicher, halte ich für unwahrscheinlich, weil das gleich viel Aufwand bedeutet. Vielleicht ist es sogar ein bisschen mehr Aufwand, weiß ich nicht, ich bin kein Zeichen. Wichtiger ist aber, dass dieser Großvater hier von Buster Brown geärgert wird, indem Buster dem eine Musikergruppe vor die Tür stellt, der will aber eigentlich schlafen und dann nagelt er dem auch noch Tür zu oder schließt die Tür, dann kann er nicht raus, er springt also aus dem Fenster und will ihn dann verprügeln. Das ist in der Comics, muss ja slapstickartig auslaufen. Und dann sagt er hier, dass er keine Zeit hat für diesen Spaß. Das sagt er wegen der Sprintblase. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist die These, dass es da wirklich darum geht, in gewissen Zeit, das Zeitintervall, das der Pendler bedeutet, zu durchbrechen. Es ist richtig, dass die anderen Figuren das auch machen. Ich sage auch nicht, dass das konsistent ist, wie er das löst, aber ich glaube, das ist, was da drin steht. Okay. Und dann habe ich noch eine Frage zu den Katzen und dem Hochhaus. Das hat mich jetzt natürlich diesen Comic-Strip von gestern erinnert, der eben den Max-Moritz-Preis gewonnen hat von Katharina Grebe. Die hat ja auch dieses Hochhaus und zeichnet also diesen Webcomic und macht einfach jede Woche eine neue Etage dazu, von unten nach oben. Und ich habe mich gefragt, wenn du ja gleich gesagt hast, es beginnt bei den Katzen und geht dann nach unten, wie das eben bei diesen frühen Comic-Strips oder comichaften Erzählungen, ob es gewisse Marker gibt oder ob man mehr Probleme hat, in diesen Lesefluss reinzukommen, wo es eben noch nicht so konventionalisiert ist, dass du eben gleich weißt, ich starte bei den Katzen. Ja, das ist tatsächlich ein sprachlicher Lapsus gewesen. Ich erinnere mich jetzt nicht, weil ich es auch rausgeschnitten habe, das war ein bisschen doof, ob diese Textteile, die dabei stehen, durchnummeriert sind. Oft ist das der Fall, bei den anderen Beispielen, die ich gezeigt habe. Hier weiß ich es jetzt einfach nicht, da müsste ich nochmal in meiner Datenbank nachschauen. Ich habe jetzt aber tatsächlich einfach mit den Katzen oben angefangen, weil sie oben stehen. Tatsächlich kann man so ist natürlich auch wie ein Haus, wie das Klingelschild praktisch von unten nach oben lesen. Und soweit ich mich erinnere, zumindest gibt diese Bildergeschichte darauf konkret keine Antwort, wenn man das überhaupt Geschichte nennen kann. Das ist schwer zu sagen. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht unbedingt, wo ich jetzt hier anfangen sollte. Außer, dass ich natürlich, und das wissen auch die, oder das hatten auch die Leser in Amerika verinnerlicht in der Zeit, oben links anfange, nach rechts oben durcharbeite, weil so die Schrift funktioniert, auf die wir uns in Europa und dann später in den USA geeinigt haben. Peter wird darauf nicht, da gibt es keinen konkreten Ausschluss, wenn es nicht unterwegs ist. Noch jemand, der eine Anmerkung bei der Hand? Ist das eigentlich allgemein so, dass Musik in Comics hauptsächlich so als Störfaktor irgendwie vorkommt, so als entweder irgendwie Kinder, die nerven oder irgendwie als Mittel auch der Lächerlichmachung von Virtuosen? Ich meine, wir hatten gestern ja auch diesen Vortrag über Essen im Comic, ne? Was ja auch beides quasi, sag ich mal, Erfahrungen sind, die der Comic so an sich nicht ausdrücken kann, eben weder schmecken noch irgendwie hören und sich irgendwie andere Mittel suchen muss, weil hier sehe ich nur, dass irgendwie das lustig machen, das stören, aber jetzt nicht irgendwie so ein Schätzen der Musik selbst. Ja. Die Karikaturen und auch die Bildergeschichten neigen eher dazu, die Dinge zu überspitzen und um lustige Pointen zu machen, das ins Lächerliche zu ziehen. Es hat aber natürlich auch Musikdarstellungen gegeben, die positiv ist, die affirmativ ist gegenüber Musik. Ich habe jetzt mein Korpus auf diese bestimmten Fluchtlinien hin zusammengestellt. Und die laufen tatsächlich entlang von Lärm und das stört mich und da muss ich irgendwie gegen vorgehen, zumal diese ganze Slapstick.
das herrscht schon vor. Aber Sie finden zum Beispiel bei Töpfer schon, ich glaube es ist Monsieur Vieux-Bois, der ist Cellist. Ganz am Anfang der Geschichte hat er Liebeskummer und dann geht er nach Hause und setzt sich an sein Cello und dann spielt er da und dabei erholt er sich und dann geht das wieder weiter. Das ist eine völlig neutrale Darstellung von Musik, vielleicht sogar eine positive. Es ist nicht so, dass es immer nur lächerlich wäre, aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Gerade diese sogenannte Piano-Seuche im 19. Jahrhundert, die führt dazu, dass sehr, sehr, sehr viele Karikaturen und Geschichten darüber erzählt werden. Und endlich auch die Virtuosen. Die sind halt unglaublich beliebt und das nutzen die Karikaturisten und dann die späteren Bildergeschichtenzeichner, um da richtig drauf einzuschlagen. Das passiert aber nicht nur in den Geschichten und in den Bildern, das ist auch im Musikdiskurs dieser Zeit sehr wichtig. Wenn Sie sich die Musikkritiken dieser Zeit anschauen, von Peter Hoffmann zum Beispiel, der selbst auch eine Geiger gezeichnet hat, der da auch noch mit reingehört, dann gehen die sehr, sehr kritisch damit um, wie das Virtuosentum funktioniert und auch wie die Piano-Seuche voranschreitet und so. Und da docken dann die Karikaturisten an und greifen das auf. Aber es gibt zum Beispiel, um das noch abschließend zu erwähnen, von Zeyna Abi-Rached einen wunderschönen Comic oder Graphic Novel, wie man das nennen möchten, Le Piano Oriental. Das erscheint im Oktober bei Avant. Ein wunderschönes Buch, wo es auch um den Musiker geht, wo Abi-Rached so ziemlich alle Register zieht, wenn es darum geht, Musik darzustellen. Bis in die Kringel, die die Haare der Hauptfigur haben. Das ist wunderschön. Da gibt es ja noch eine Auswahlseite, wo eine ganze Klaviatur drauf ist, wo sie dann im Grunde als Leser praktisch mitspielen können. Das sind da absolut positive Darstellungen. Sie links sind gut. Ich wollte noch fragen, also Sie haben jetzt viele Beispiele aus dem 18. und 19. Jahrhundert uns gezeigt und Sie haben gemeint, das stirbt irgendwie aus, also wenn man dann in den 70er Jahren und dann in den 90er Jahren ist, gibt es viel, viel weniger Bilder davon. Gibt es wirklich so wenige neuere Darstellungen von störenden Musik? Ich meine, ich denke da an Stereoanlagen oder auch Rapmusik, Metalmusik und sowas. Gibt es davon Varianten? Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich hoffe, das nicht gesagt zu haben. Das stirbt nicht aus, im Gegenteil. Das setzt sich fort, aber ich höre mit dem Großteil meines Korpus so in den 1930er Jahren auf. Es gibt aber in den 50er Jahren zum Beispiel von, der Name gerade nicht ein, so eine phasionomische Geschichte von einem englischen Karikaturisten, der das auf 60 Seiten ausdehnt und ein ganzes Büchlein macht. Oder was ganz interessant ist, Helmut Huth, den Sie als Fix- und Foxy-Zeichner vielleicht kennen, der hat am Anfang für die fliegenden Blätter auch so Musikerkarikaturen gemacht. Und da müsste man jetzt im Grunde an die ganzen Fix- und Foxy-Sachen rangehen und das mal durchblättern und gucken, was gibt es da eigentlich. Vieles von dem hier ist digitalisiert, da kann ich gut drauf zugreifen, die Fix- und Foxy-Sachen aber nicht. Da muss ich also wirklich in dem konkreten Fall zu einem Sammler gehen und sagen, zeig mir die mal, und dann blätter ich die durch und dann suche ich das raus. Das hört aber definitiv nicht auf. Ich habe jetzt nur diesen Zeitrahmen ausgelassen. Also ich mache so einen Schnitt 1930 und dann habe ich von den 70ern und so weiter nochmal Beispiele. Um das noch zu erwähnen, es gibt noch so eine Düsentrieb-Geschichte, wo Düsentrieb von dem Planeten Erde fliehen muss, weil seine Nachbarin im Radio immer das gleiche Lied hört und er das unglaublich nervig findet. Und dann verfolgt ihn aber dieses Lied erst in die nächste Stadt und aufs Land. Und dann sogar im Weltraum hört er noch ein Alien aus dem Radio dieses Musikstück. Und auch in den amerikanischen Comics, ich weiß nicht, ich hoffe, ich überziehe jetzt hier nicht, weil dieses Thema verleitet dazu, dass man endlos darüber reden kann. In Europa ist für die Musikdarstellung im 19. Jahrhundert die Dampfmaschine ganz wichtig. Das hatten Sie vielleicht in der Ankündigung gelesen, ich bin jetzt auf die Dampfmaschine nicht eingegangen. Aber die wird ja Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt und verbreitet sich dann im ganzen frühen 19. Jahrhundert über Europa. Und die ist laut, die stört. Die ist zwar auch wichtig, aber sie ist zunächst mal eine Lärmquelle. Und das geht dann einher mit Wagners Zukunftsmusik. Und die Sachen werden dann gepaart. Plötzlich hat man dann riesige Instrumente, die dampfbetrieben sind. Oder Liszt, der an einem dampfbetriebenen Klavier spielt. In den USA spielt das im Grunde dann keine Rolle mehr, weil die Dampfmaschine 1890, 1880 und im späteren Zeitraum einfach so etabliert ist und auch schon so verbessert wurde, dass sie nicht mehr so fürchterlich als Lärmmoment darstellt. Aber das Grammophon wird dann erfunden. Und das ist großartig. Da gibt es dann Comiczeichner, die das sofort aufgreifen. Sie kennen von Outcourt diesen ganz bekannten Strip, wo dann im Grammophon der Papagei sitzt und Dinge erzählt. Nämlich da erzählt, dass Outcourt so toll wäre, so ein toller Zeichner, wenn die Zeitschrift oder die Zeitung, wenn das so scheint, erscheint so toll wäre und so weiter. Und dann stellt sich das aber einfach mal rein. Und das ist die Maschine, die die da plötzlich interessiert, der Fotograf, das Grammophon. Jetzt hast du was beantwortet, was ich hätte fragen wollen eigentlich, aber vielleicht kannst du doch noch was hinzuzufügen. Also mir hätte ich auch die Frage aufgedrängt, ob sich auch der Wechsel musikalischer Moden, musikalischer Genres oder auch der Wechsel der soziologischen Darstellungs- und Aufführungspraktiken, wie
Spiegel dann. Vielleicht ist die romantische Salonkammermusik oder so, dann die spätromantische, wagnerianische, synästhetische Sache, die also multimedial ist und vor einem großen Publikum stattfindet. Dann vielleicht die Neutöner, die sich wiederum ein elitäreres Publikum haben, das nicht mehr so zum Sehen und Gesehen werden, sondern zum Distilliertsein dahin geht und so weiter. Und dann später natürlich die Megamusik des Jazz und so weiter. Archivierst du auch so, verschlagwortest du auch nach solchen Genres? Das könnte ich tatsächlich mal machen, das mache ich nicht. Das könnte man aber wahrscheinlich versuchen. Allerdings darf man dabei, glaube ich, nicht vergessen, dass über den Großteil des 19. Jahrhunderts sich musiktechnisch gar nicht so viel tut. Das gibt die Zukunftsmusik, die spielt aber in den Karikaturen eine Rolle, in den Comics aber nicht, weil das in den Comics schon durch ist. Und die glaube ich, größeren musikalischen Umbrüche kommen dann erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, wo dann aber parallel auch die Comics schon existieren oder gar sich entwickeln. Das müsste man sich aber genauer anschauen, wie sich das da ändert. Etwas, das ich ganz interessant finde, was ich sagen kann, was vielleicht in deine Richtung geht, ist, dass es Comicstrips gibt, in denen eine stereotype Geschichte aufgemacht wird, nämlich eine Abgrenzung von dem Amerikanischen und dem Europäischen. Der Europäer ist dann nämlich der am Klavier spielt und der ist etwas Hochkulturelles. Demgegenüber wird dann aber einen Underdog gestellt, ein amerikanischer Ziehharmonika-Spieler zum Beispiel. Es gibt einen schönen Strip von Howard, glaube ich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da sitzt ein Musikliebhaber in New York an einem Tisch, das weiß man, weil hinter uns bestimmte Dinge stehen, die im Naheliegen des New York ist. Er sitzt an einem Tisch und will eigentlich nur ein Bier trinken und signiert dabei über Wagner und andere europäische Musiker, Chopin und so weiter und so weiter. Und dann kommt aber dieser amerikanische Underdog und spielt dem mit der Ziehharmonika einen vor. Und spielt dann aber amerikanische Lieder, die auch mit Sprechblasen da bezeichnet werden oder mit Textbändern bezeichnet werden und wickelt den praktisch mit seiner Ziehharmonika. Mehr oder weniger, bis der sich dann nämlich nach hinten raus aus dem Panel verabschiedet, so ein Sprung aus dem Fenster, der im Comic ja auch sehr, sehr häufig inszeniert wird, praktisch vor dem Amerikaner retten muss. Also das wäre was man sich nochmal viel genauer angucken muss, wie amerikanische Figuren genutzt werden, um eine eigene amerikanische Identität auch zu behaupten gegenüber dem Europäischen. Aber das habe ich mir so im Detail nicht angeschaut, das wird man sicherlich auch nicht nur auf der Basis von Musikdarstellungen machen. Nur als Ergänzung noch die Frage nach den Musikdarstellungen im 20. Jahrhundert. Mir fallen ad hoc drei Charaktere aus französischen, Castafio. Genau, die Castafiore bei Tim und Struppi, Trubadix bei Asterix und Jubilee als X-Men, die tatsächlich Musik als Superfähigkeit hat. Also in den ersten beiden Beispielen ist es negativ Darstellung und bei der dritten ist es halt positiv Darstellung. Das heißt, dieses Motiv ist grundsätzlich definitiv weitergegeben. Genau, absolut. Die Oper existiert ja auch weiter, um bei der Castafiore anzudecken. Und auch die Musik existiert weiter. Burkhard Ime und Herr Zwick hatten im letzten Comic-Jahrbuch geschrieben, in einem sehr, sehr umfangreichen und umfassenden, kenntnisreichen Artikel über Musik im Comic, den ich empfehlen kann. Da gibt es so einen Satz, wo sie etwas zögerlich schreiben, klassische Musik spielt im Comic keine Rolle, kann man wohl sagen. Es zieht sich durch. Und die Castafiore und Trubadix weiß ich nicht, inwiefern da reingehört in die klassische Musik, aber das läuft die ganze Zeit mit. Er hat lange Das ist schwierig zu sagen, das müsste man sich jetzt genauer anschauen. Ich erwarte eigentlich, dass jemand von Ihnen noch auf die Peanuts zu sprechen. Schröder wird am Anfang, der ist ja so Beethoven-Liebhaber. Es gibt am Anfang so Szenen, wo der so ähnlich spielt wie der Virtuos bei Busch. Das muss ich mir aber noch angucken. Ich habe mir davor nur die ersten beiden Jahre angeschaut und die restliche Schröder-Entwicklung muss ich immer noch studiert haben. Der Aufsatz, den Sie erwähnten, wer von wem eben wurde zu Ende? Den ich jetzt gerade genannt habe, das ist von Burkhard Ime und weiß jemand, wie er Zwick mit Vornamen heißt? Wollte sowieso gerade diesen Übergang dazu nutzen, noch einmal auf unseren Büchertisch hinzuweisen. Der Aufsatz ist hier drin, und Sie einfach direkt daraus abschreiben. Und der ist extrem kenntnisreich, deckt viel von dem 20. Jahrhundert ab. Das 19. Jahrhundert kommt gar nicht vor, aber im 20. Jahrhundert, diese ganzen Dinge, die ich jetzt ausgelassen habe, die werden da erwähnt. Musikerbiografien zum Beispiel. Oder Comics, die versuchen, Liedtexte zu visualisieren, wenn sie an Rainer Kleist denken, solche Sachen. Das ist da drin. Eine zweite Frage. Ich habe vor einigen Jahren mal kurz im Fernsehen reingesetzt, so ein ziemlicher Kultfilm, der, ich glaube, der heißt Heavy Metal, der auch ziemlich gewalttätig sein soll. Kennen Sie diesen Zeichentrickfilm? Ich glaube, der heißt sogar Heavy Metal. Sagt mir jetzt spontan erstmal nichts, aber natürlich werden bestimmte Dinge auch außerhalb von Comics aufgegriffen.
insofern wichtig, ich docke da nochmal an. Was ich hier versucht habe, bei den Virtuosen zum Beispiel und auch bei den musikalischen Nachbarn am Comic zu zeigen, findet parallel auch in anderen Textsorten statt, in literarischen Texten, in lyrischen Texten und so weiter und so fort. Natürlich auch im Film. Ja, auch da spielt Musik ja immer wieder eine Rolle. Wenn Sie sich an die ganz frühen Zeichentrickfilme erinnern, da geht es ja fast nur darum, Musik darzustellen in irgendeiner Form. Steamboat Willie ist da extrem einschlägig. Es gibt aber von Mickey Mouse noch den früheren Film, da ist das auch sehr, sehr deutlich. Dann diese tanzenden Skelette und sowas, das kennen Sie. Das liegt auch daran, dass Warner und Co. Damals Rechte an Musik innehatten. Und die wollten das verkaufen. Und das konnte man ganz gut machen, wenn man so Zeichentrickfilme mit dieser Musik produziert. Also klar, das gibt auch in der Filmgeschichte viel mehr. Das habe ich jetzt noch nicht berücksichtigt. So, wir müssen einen Schlussstrich ziehen mit Rücksicht darauf, dass dieser Raum nicht uns gehört, sondern von der nächsten Partei in 20 Minuten weiter genutzt werden will. Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit und Neugier und möchte darauf hinweisen, ein paar Minuten hätten Sie noch Zeit, sich da hinten den Büchertisch anzuschauen. Da sind Produkte, die entweder direkt aus dem Bachmann Verlag kommen oder die in irgendeiner Weise mit der Komfort und einzelnen der Referenten der letzten Tage zu tun haben, ausgelegt. Notieren Sie sich da ISBN oder Titel. Jeder von uns freut sich, wenn Sie dann vielleicht im Buchhandel oder per Internet nachher noch ein bisschen was bestellen. Hier können wir nichts verkaufen, wir sind ja kein Messestand. So. Blättern Sie noch ein bisschen durch, bitte nichts mitnehmen, alles privat besitzt. Und ansonsten viel Spaß beim Restprogramm des Comic-Salons. Vielleicht bis morgen in diesem Theater.